Als die Pandemie 2020 losgegangen ist, waren wir eigentlich erstmal so ein bisschen in Wartestellung. Ja, wir haben zwar mitgekriegt, was in China abgeht, was passieren wird, und wir als Universitätsmedizin waren in so einer gewissen Wartestellung und haben uns so ein bisschen versucht, so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Wenn man jetzt retrospektiv zurückschaut, naja, vielleicht so ein bisschen naiv, was wir uns damals gedacht haben, wie wir das gut abwickeln können. Wir rechnen mal mit dem einen oder anderen Fall. Die Erfahrungen waren ja ungefähr da, als mal die Ebola-Hype war, wo man mit einem Fall in Deutschland gerechnet hat, der mit hohem Aufwand betrieben ist. So ähnlich haben wir uns auch darauf vorbereitet. Wir haben uns sehr intensiv mit der Krankenhaushygiene abgestimmt. Wir haben die ersten Fälle überlegt, wie das Ganze funktionieren wird, und haben eigentlich im Prinzip immer mal wieder die einzelnen Dinge durchdacht, soweit man das eben gehen konnte. Es kam dann eine Phase im Februar, wo immer mehr Fälle auch in Europa aufgetaucht sind. Man hatte fast so den Eindruck, wir waren so ein bisschen heiß drauf, den ersten Fall bei uns zu erleben. Man war so irgendwie der Meinung, wir sind jetzt vorbereitet, wir haben uns in der Notaufnahme abgestimmt, wir haben durchgesprochen, wie die ersten Fälle auftreten, was wir dann machen. Bis tatsächlich der erste Fall auch war. War schon fast mit unseren regelmäßig stattfindenden Lagebesprechungen, die wir dann auch eingerufen haben, wurde immer abgefragt, war denn jetzt schon mal einer da, ja oder nein? Und dann tatsächlich der erste Fall, den wir auch bei uns über die Notaufnahme relativ problemlos abgewickelt haben. Das war so der Beginn der Pandemie. Was sich dann daraus entwickelt hat, war spannend, weil das eigentlich in dieser Form plötzlich eine Dynamik genommen hat, mit der wir nicht gerechnet haben. Sicher getriggert aus den Erfahrungen, die man dann aus Europa, insbesondere dann aus Italien mitbekommen hat, wo dann doch die Ernst der Situation, insbesondere auch die Dramatik, auf die es die Krankenhäuser einbricht, plötzlich auch uns gewahr wurde. Und ich glaube, das war die Chance, die wir hier auch an der Unimedizin hatten, dass wir einfach eine gewisse Vorlaufzeit hatten, um uns auf Dinge einzustellen, die man in anderen, jetzt wirklich nahen Ländern gemerkt hat, die auch entwickelt sind, was dort passieren kann. Und das war, glaube ich, der Wendepunkt auch der Pandemie hier, wo wir uns tatsächlich auch der Ernsthaftigkeit, auch der Bedeutung für die Unimedizin sehr bewusst geworden sind. Und das waren auch die Situation, wo wir, das habe ich so erlebt, auch ein Zusammenrücken an der UM gemerkt haben, wo wir uns sehr eng abgestimmt haben, wo plötzlich Partikularinteressen nicht mehr so wichtig war, sondern es gab ein Ziel, sich zu rüsten, so gut es geht. Und die Empfehlungen, die wir gehört haben, stellt euch ein, Beatmung, Intensivtherapie, Triage, ihr müsst Therapien vielleicht beenden, ihr braucht mehr Beatmungsgeräte. Und genau das ist dann passiert. Wir haben unseren Krankenhausbetrieb doch deutlich runtergefahren. Und wir haben uns dann auf die Pandemie, soweit es geht, dann eben eingestellt durch Schulungsmaßnahmen. Wir haben sehr eng mit dem Land konferiert, wie bekommen wir mehr Beatmungsgeräte. Für mich persönlich dann ist es extrem spannende Zeit, sage ich ganz ehrlich, weil man plötzlich dann einfach mit Dingen zu tun hatte, die man vorher noch gar nicht so hatte, mit Gremien, mit vor allem im Landesbereich, was ich sehr schlau fand, letztlich auch von der Strategie, wie man es im Land Rheinland-Pfalz umgesetzt hatte, dass man sehr frühzeitig auf das Kooperationskonzept gesetzt hatte. Das heißt, wir als größtes Haus, als Supramaximalversorger, haben natürlich in der Pandemie eine gewisse koordinierende Rolle schon per se als der Standort gehabt, der die meisten Intensivbetten hat, der auch die meisten ECMO-Therapien durchführen kann. Aber das Land hat gesagt, na gut, wir haben 5 große Häuser, 5 Maximalversorger im Land, die sollen eine koordinierende Rolle übernehmen. Uns wurde dann die Region Rheinhessen nahe zugeteilt, und dort habe ich dann eigentlich auch mit den verantwortlichen leitenden Ärzten regelmäßig einmal die Woche einen sehr engen Austausch gehabt, wo wir dann tatsächlich die Therapien, die neuen Erkenntnisse, die man hatte, die ersten Erfahrungen aus der Intensivtherapie, die, das darf man ja nie vergessen, werden in der ersten Phase ja tatsächlich auch Mangel an Mundschutz, an Beatmungsschläuchen, an Filtern, an ganz banalen Dingen, mit denen man eigentlich gar nicht gerechnet hat, wo man sich untereinander abgestimmt hat, wie viele freie Intensivbetten habt ihr, wie sieht euer Personal aus, habt ihr alle Ressourcen. Und dieser Austausch, der daraus entstanden ist, hat auch
Und auch das lässt sich ja nicht verhehlen. Wir Krankenhäuser sind ja im direkten Wettbewerb, hat in dieser Phase zu einem echten Zusammenrücken gehört. Und für uns als Universitätsmedizin, glaube ich, war es eine große Chance auch zu zeigen, wir sind nicht der Große, der die anderen platt macht, sondern wir sind diejenigen Institutionen, die auch gerne hilft, die koordinierende Rolle annimmt und dann auch tatsächlich gemeinsam die Themen löst. Das fand ich sehr spannend. Das geht bis heute. Auch immer noch finden diese Konferenzen einmal die Woche statt mit den anderen Häusern. Wir sind jetzt in der, vielleicht hoffentlich Ende der Pandemie, in der Diskussion, genau diese Koordination wieder übergehen zu lassen zu anderen Themen. Die nächste große Herausforderung letztlich entstand, als man auf die Idee kam, man löst das Problem vielleicht durch mehr Testen, dass man entsprechend auch die Infektionslage genauer analysiert. Es kamen die Schnelltests auf den Weg. Wir waren in der Universitätsmedizin durch die Virologie schon immer sehr gut aufgestellt, was die Diagnostik angeht, PCR-Tests. Aber bundesweit dann die Überlegung, es braucht Testzentren. Auch da waren wir als Universitätsmedizin natürlich gleich die Ersten, die gefragt wurde, ihr macht es und wir bitten euch, das umzusetzen. Und zwar innerhalb von 3 Wochen. Das war für mich auch eine spannende Aufgabe, die an mich herangetragen wurde, dass wir plötzlich ein Testzentrum aufbauen sollten für immerhin 400.000 Einwohner für die Stadt Mainz und den Landkreis Mainz-Bingen. Wir haben bei uns sehr lange auf dem Campus natürlich geschaut und mir war es relativ schnell klar, dass auf dem Campus eine Vermischung von Test-Patientenbetrieb keine gute Idee ist, sodass man intensiv nach einem Standort in der Stadt gesucht hat. Das gab den einen oder anderen, sage ich mal, auch emotionalen Aspekt von, die dann plötzlich mit so einer Pandemie verbunden sind, wo Stadtteile dann plötzlich nicht wollten, dass dort ein Testzentrum entsteht, weil da sind ja Kranke und Infizierte. Da ist man eigentlich erstaunt, wenn man so mit dem medizinischen Background rangeht, dass das tatsächlich ein Thema ist, aber diese Egoismen waren spürbar. Lange Rede, wir haben uns dann entschieden, außerhalb der Stadt, so wie es eben früher auch war, wenn man sich mit solchen Bekämpfungen geht, ein Gelände gesucht auf dem Messepark. Und ich weiß noch ganz genau, es war ein Ende Oktober, ein sehr regnerischer, kalter Tag und wir standen auf diesem Messegelände auf einer Betonplatte. Und hier sollte innerhalb von 3 Wochen ein Testzentrum für 400.000 Menschen entstehen. Es war natürlich klar, dass das alleine die Universitätsmedizin nicht schafft. Und daraus ist letztlich eine tolle Partnerschaft entstanden, indem wir uns mit dem Malteser Hilfsdienst zusammengetan haben und die uns gleich zur Seite gesprungen ist, ist die Bundeswehr. Es war so meine erste Erfahrung mit einer zivil-militärischen Zusammenarbeit. Ich wusste, die Bundeswehr kommt am 1. November, haben wir die ersten Gespräche dafür gehabt und die ersten Planungen. Und am 25. November war die Bundeswehr plötzlich mit 30 Soldaten da. Aus meiner Historie, ich habe selbst Zivildienst gemacht im Rettungsdienst, hatte mit der Bundeswehr noch nie was zu tun und stand plötzlich vor der Situation, Chef von 30 Soldaten zu sein, mit denen wir gemeinsam ein Testzentrum aufbauen. Das war eine wirkliche Herausforderung für mich, sowohl menschlich als auch in der Aufgabe. Und ich muss sagen, das war eine Sache, die ich sicher in der Pandemie nie wieder vergessen werde. Wir sind da sehr zusammengewachsen. Wir sind ein tolles Team geworden, was auch jetzt zum 30.06. die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr ausläuft. Aber es ist dann wirklich gelungen, auf diesem Parkplatz ein großes Zelt zu errichten, ein Referenzzentrum letztlich für die Tests, die wir da durchführen, was bis heute Bestand hat und intensiv ist. Vielleicht eine Anekdote dazu. Dieses Zelt, der kann sich so ein Zirkuszelt vorstellen, auf einer Betonplatte. Da waren dann, wir hatten dann geplant, in 4 Tagen sollte der erste Patient dort getestet werden. Ich gehe in das Zelt rein und es ist immer noch der nackte Betonboden, was hygienisch völlig indiskutabel ist. Und es waren 2 einsame Handwerker am Verlegen von Bodenplatten, die dort reinkommen. Mir war klar, das geht nie. Dann haben wir uns mit den beiden Truppführern zusammengesetzt und könnt ihr? Sie sagen, wir können. Und plötzlich waren 30 Soldaten Hand in Hand am Boden verlegen und wir waren innerhalb von 8 Stunden fertig mit dem Boden im Zelt. Das ist eine Erfahrung, alle fassen an, alle sind dabei, keiner ist sich zu fein. Wir sind als Team zusammengewachsen. Und daraus hat sich ganz viel ergeben. Die
Bundeswehr war, glaube ich, auch selbst sehr beeindruckt, welche Rolle sie plötzlich auch spielen können in dem medizinischen Aspekt. Und zwar waren Sanitätskräfte, die dort gearbeitet haben, aber auch IT-Bataillon. Und alle haben sich mit unseren Patienten, unseren Bürgern auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass die Bundeswehr dort sehr viel am Profil gewonnen hat, weil auch die Rückmeldung an mich oft war, ach Mensch, die machen das aber ganz toll. Und das hat exzellent funktioniert. Also wenn man nach schönen Aspekten der Pandemie sucht, dann waren das sicher diese, wo plötzlich auch völlig nichts miteinander zu tun habende Bereiche, die Bundesrepublik vielleicht vorhält, Bundeswehr und so weiter, zusammen ein Thema gemeinsam abarbeiten, sich ein Problem stellen, es gemeinsam lösen. Wir sind fast, also daraus sind für mich persönlich auch Freundschaften entstanden, die sicher weit über die Pandemie hinausgehen durch diese Zusammenarbeit. Die größte Herausforderung war insgesamt, dass man nicht genau wusste, was eigentlich genau passieren wird. Das Umgehen, das bewusste Umgehen mit Unsicherheit keiner Planungsmöglichkeit, das ist, ich denke, ich bin so ein bisschen strukturierter Mensch, immer nicht so ganz einfach, aber das war eine Herausforderung. Ich brauche jetzt nicht 2-3 Tage weit, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern wir planen das, was jetzt ansteht. Wir lösen das Problem, was heute ist. Wir setzen jetzt, gehen wir an und lösen es, ja, so gut es geht. Und das fand ich extrem gut, weil man ist dann von Projektmeetings weg, sondern man hat sich einfach schnell nach einer Lagebesprechung zusammengesetzt. So, wie machen wir das jetzt? Du das. Wir treffen uns in 5 Stunden wieder und dann gucken wir, was passiert ist. Also das war, erstens hat es beim Arbeiten extrem Spaß gemacht, zweitens, man kriegt Probleme relativ schnell gelöst, wenn alle willens sind, das gehört einfach mit dazu. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ich gerne weitertragen möchte, und da muss man sich natürlich auch auf Leute verlassen können, da muss man das Gefühl haben, man hat selbst Rückendeckung. Ich glaube, das war für mich auch eine wichtige, das Gefühl, dass man das Gefühl dann auch hat, dass das, was man dann tut und auch manchmal einfach selbst entscheidet, ohne das groß abzustimmen, dass es dann auch okay ist, ja, und nicht in eine Rechtfertigung kommt. Das ist natürlich die Befürchtung, die ich jetzt auch habe, wenn wir jetzt irgendwann am Ende der Pandemie, wir haben natürlich alle viel Geld ausgegeben in die Infrastruktur, die wir investiert haben. Wenn jetzt irgendwann dann die ganzen Institutionen, ich sage jetzt mal wie Rechnungshof, auf die Idee kommen, Dinge zu hinterfragen, wie man entschieden hat, welche Dinge man abgeprüft hat, dann muss man einfach sagen, wir haben damals, und das tun wir immer noch, aus dem Bauch heraus entschieden, das ist jetzt der richtige Weg. Wir machen das genau so, weil wir einfach schnell und zu einer Lösung finden müssen. Und ich hoffe, dass man das genau in der Zukunft auch so reflektiert. Die mussten einfach damals schnell entscheiden und sie haben es gut gemacht. Privat war für mich, glaube ich, die größte Herausforderung. Die Familie war im Homeoffice, meine Tochter im Homeschooling. Ich habe bei ihnen dann beiden mitgekriegt, wie belastend durchaus dann die lange Zeit zu Hause arbeiten ist, auch wenn es mal gut geklappt hat. Ich hatte vielleicht damit immer das Privileg, eben jeden Tag zu arbeiten, jeden Tag hierher zu fahren. Ich wohne in Heidelberg und bin immer nach Mainz gependelt. Für mich war das normale Arbeitstage. Ich habe viel zu tun gehabt, die Tage sind verflogen. Aber das, was der Rest der Republik so erlebt hat, wir fahren gemeinsam runter, wir haben Lockdown, ein Homeoffice, das habe ich eigentlich gar nicht so erlebt. Und das war für mich gar nicht mal belastend. Ja, ich habe mir manchmal eher gewünscht, ich wäre gerne mal einen Tag zu Hause, da hätte ich mal in Ruhe was arbeiten können. Aber das war vielleicht das Privileg bei allem, was wir im Gesundheitssystem haben. Wir haben eigentlich unseren Job weiter in vollen Umfang gemacht. Wir wurden gebraucht. Das war für mich privat eher ein angenehmes Thema. Auch die Wertschätzung, die man erfahren hat. Was machst du denn da eigentlich? Ah ja, interessant. Das ist anders wahrgenommen, als es vorher ist. Also da war für mich eher positiv. Wir haben nie Angst gehabt, das ist ja auch manchmal ein Thema, wie ist es denn, wenn man jetzt doch sehr nahe, auch in einem Testzentrum, ich habe viele, viele Abstriche gemacht, auch bei Positiven, wie geht man denn damit um, gefährdet man der Familie, wir haben da offen drüber geredet, aber das war eigentlich nie ein Thema, dass ich Angst hatte, nicht zur Arbeit zu gehen oder meine Familie anzustecken, sondern wir haben offen drüber geredet und wir haben natürlich uns einfach an die Regeln gehalten.
auch was dann Kontakt zu Freunden angeht. Das ist vielleicht die Phase, wo ich mich eher zurückgenommen habe, dass ich sehr vorsichtig war und wir doch vielleicht viele, viele persönliche Kontakte erstmal auf Eis gelegt haben. Und das war halt eine Zeit, die ist nun mal so gewesen. Ich glaube, größte Erfolge ist, dass wir es tatsächlich geschafft haben, aus einer Parkplatzfläche ein Referenzzentrum für das Testen auf den Weg zu bringen, das von der Vollgenomsequenzierung alles kann, was jetzt eine wirklich gute Rolle gespielt hat, wo es als Ausläufer war, wo wir in die Altenheime gegangen sind. Das hat mir persönlich auch, glaube ich, sehr viel positive Rückmeldung gegeben. Wir waren in der zweiten Welle der Phase diejenigen, die in die Altenheime gefahren sind, dort die Abstriche gemacht haben, uns um die Menschen gekümmert haben, das Gefühl haben, wir helfen dort, weil wir dort Infektionsketten unterbrechen können. Und dass das so schnell zu etablieren war, das sehe ich als großen Erfolg und das macht mich auch stolz, dass es so gelungen ist. Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, dass wir uns rüsten müssen und dass Krankenhäuser eben nicht Profitunternehmen sein sind, sondern wir haben einfach eine extrem wertvolle Infrastruktur, die analog zu einer Feuerwehr, die muss einfach da sein, wenn es brennt. Und es sind nun mal auch solche Situationen, wo man schnell reagieren muss. Und wenn ich alles so auf Kante nähe, wie wir es fast schon hatten, dann geht es einfach schief. Und ich glaube, wir müssen anerkennen, insbesondere die großen Krankenhäuser, tatsächlich gerüstet, sowohl personell als auch infrastrukturell. Aber am Ende waren es das Personen, die Hände, die arbeiten können, dass wir solche Situationen nur dann lösen können, wenn wir auf Menschen zurückgreifen können. Sei es jetzt durch eine Bundeswehr, sei es durchs Hilfsdienste, aber vor allem auch auf sehr qualifiziertes Personal in unseren Reihen. Das heißt also, lerne draus und es sind keine Profitunternehmen, sondern das ist Daseinsvorsorge, die wir alle brauchen. Und die Menschen und das Geld ist dort viel, viel besser investiert als in vielen anderen Dingen, für die wir gerne Geld ausgeben.